Läuft hinten hinterher, ja. Wie kommt man hier weg? Also eben mit dem Säubern. Hat sich, das war wahrscheinlich so aus, als hätten wir eine Vision gehabt, aber stimmt das gar nicht. Nee, hatten wir echt nicht. Das kann ich bezeugen. Oh. Oh. Ja, die waren davor auch nicht. Oh oh. Das sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Tja, ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Ey. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Ha. Die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Und jetzt? Haben wir noch... Was haben wir noch dabei? Nicht so viel, ne? Lampe, Strohhalm... Jetzt tauchen wir dahin. Er hat ja gesagt, er macht das nur mit Zuschauern. Wenn jemand zuguckt. Ich hoffe, Gold passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Ja, voll unauffällig. Ah. Nein, erst die Gabel. Kann er nicht nehmen. Achso, doch nicht erst die Gabel. Yeah. Jetzt sind wir endlich auf dieser Seite. Ich spare mir meine Telekinese. Das ist immer noch. Ich spare mir meine Alter. Aber jetzt. Au. Jetzt aber. Yeah. Ja. Lamellenfenster. Okay. Gabel. Können wir bestimmt noch gebrauchen. Verdeck. Verdeck. Ein ehemaliger. Au. Was war das? Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja, hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Wahrscheinlich ist es behindert. Mist, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Geil. Motorhaubenausgang? Das schreckliche System. Er guckt mir mit dem Fuß raus. Hä? Was hier hat das jetzt gebracht, dass er da seinen Fuß rausstreckt? Ja, nix. hier müssen wir nochmal hin. Oh, da steckt er jetzt auf dem Arm. Ja, war schon ein Hupen. Haha, das markerschütternde Hupen wird sie betäuben. Was uns zu Plan B bringt. Hat nichts gebracht. Hä? Jetzt haben wir ja gar keine Möglichkeiten mehr. Was können wir mit der Gabel machen? Die Hupe... anstechen. Hä? Hä? Ja! Jetzt schießen wir sie ab! Geil! Was Ach so, war das? Miau! Nein, das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Dummes Tier. Gut, dass ich so schnell geschaltet habe. Sie sehen die auch nicht, ne? Nö. Na, die haben auch so ein Cap hier auf, deswegen. Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Hä? Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Ich spare mir. Müssen wir jetzt was mit der Ente hier machen oder was? Schnabel. Wie bescheuert. Ja, und jetzt? Auf die anderen. Die würden ein super Trio abgeben. Aber mir reichen schon zwei Witzfiguren, die den Weg versperren. Warte mal, drückst du mal Leertaste? Ja.
Was ist das auf... Worauf steht der Teil das da? Weiß ich auch nicht. Was ist das? Nett. Jetzt kann ich endlich rüber, ohne dass es quiekt. Super. Was haben wir? Kurbel, Hupe... Ja, toll. Das hat jetzt also nur die... Ach so, hier. Dieses Rätsel zu lösen wird ein Zuckerschlecken. Wir müssen irgendwas mit der Ente jetzt machen. Ich spare mir mein... Die Ente in die Hupe und dann abfeuern? Ja. Hä? Er geht da gar nicht mehr rein. Das geht gar nicht. Mist, wir können gar nicht mehr nach unten. Zaun und das geht ja auch nicht. Ich kann nicht näher... Hä? Aber was machen wir jetzt? Guck mal, das geht so runter, wenn man darauf geht. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Hä, dann kann ich jetzt ja nichts mehr hier machen. Nee. Dann werfe ich einen Stock auf die. Ja, genau. Geht nicht. Wie geht nicht? Hä? Geht nicht? Ich kann nicht näher... Die Organ... Gefährlicher Organonbeamter? Bewaffneter Organonbeamter. Ich strahle sie an. Hier ist es hell genug. Hier ist es hell genug. Vielleicht komme ich ja jetzt an den Hebel ran. Ich bin... Die Ente draufwerfen. Ja. Ich spare... Man muss doch jetzt irgendwas mit der Ente machen können. Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles nach einem unfehlbaren... Hey, wo ist mein Eimer? Hä? Ich spare mir... Das denke ich auch gerade. Hä? Oh. Was bringt denn das? Wie besch... Da hast du das Ding doch... Ach, ja, nee. Doch. Da kam das her. Oder ich nehme es einfach mit. Was soll das? Ich spare mir meine... Hä, man kann das Ding wieder zurückpacken? Ja. Pack das mal wieder... Vielleicht können wir den Stock dahin tun. Nein, da wohnt Schnabel. Nein. Das ist so dumm, ey. Schnabli. Schnabli. Warum können wir denn nicht mehr zurück? Mama. Weiß ich nicht. Warum können wir da nicht runter? Ich kann nicht mehr. Wenn du das Ding... Toll. Da hat man das Ding her und das... Ach, wir machen, tun das da wieder hin. Und dann? Laufen wir ganz oft rüber. Ich kann nicht mehr die Org... So. Ich kann nicht mehr die Org... Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Puh, verdammtes Viech. Nochmal. Ja, ich will... Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Hä? Ich kann die Org... Jetzt die Taschenlampe auf ihn. Auch. Ja. Hallo? Hallo, ist da wer? Du jetzt leuchtet er da oben hin. Und dann nicht mehr. Puh, verdammt. Hast du das gehört? Reiß dich. Ich kann nicht mehr die Orga. Kannst du ihn anleuchten? Irgendwie zurückleuchten? Das habe ich auch schon gemacht. Oder? Jetzt habe ich. Hallo, ist da. Du bist para. Puh. Hier ist es hell genug. Aber wir müssen. Dass die woanders hingucken. Die muss woanders quietschen und dann leuchten die dahin. Nur, wir kommen ja nirgendwo hin. Wir werfen das Goal zu. Alles zu seiner Zeit. Erst die Organons platt machen, dann Goal meine tollen Sachen zeigen. Was gibt's hier noch? Ja, nix. Wir kommen ja nicht mehr zurück. Irgendwie werfen ja, dann sagt der Zelikinisch die kinetische Kräfte. Der kann auch werfen, dafür brauchst du keine. Die würden ein super, aber mir reichen. Hä? Ach, das ist so behindert. Hinter den Türen. Ups, okay. Sie ist zu weit weg, aber ich kann ihre Lippen. Du schaffst das! Selbst. Du schaffst das. Manche Gags sind hier aber nicht schlecht, ja. Muss man sagen. Das Tier ist behindert. Wir können doch jetzt nicht schon wieder nachgucken. Können wir schon. Okay, bis gleich. Ja.
Hallo nochmal. So. Die Vision hat uns gesagt, dass wir das machen sollen, was wir schon die ganze Zeit gemacht haben. Ja. Dann hat uns die Vision genauso viel gebracht wie die letzte eigentlich. Ja. Naja, egal. Probieren wir nochmal. Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen. Hä? Jetzt habe ich es auch. Hallo? Du bist Paranoid 2017. Puh, verdammtes Viech. Warte, du musst es, glaube ich, runternehmen, auf die andere Seite gehen und von da das da hinlegen. So, ich und jetzt. Ja. Die Organ- ja, das hatten wir auch probiert. Ja, glaube ich auch. Ich kann nicht näher die Organ. Ich hab doch da einen. Hast du das gehört? Reiß dich mal. So, jetzt machst du es nochmal, gehst ganz rüber und dann geht das. Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Hä? Aber ich verstehe den Sinn nicht, ey. Hä? Das kam nur, weil ich auf Zaunausgang geklickt habe. Und du hast immer davor. Nein, das ist. Oder? Ja, du musst, man muss auf der anderen Seite sein und von da dann schon darauf klicken. Ja, ja. Naja, ich weiß auch nicht. Bescheuert. So, aber jetzt können wir zum Kran. Und den Kramhebel benutzen. Geil. Das hat er hingekriegt. Endlich. Ohne ein Minigame, was ich jetzt erwartet hätte. Sehr gut. Das war nicht übel. Nicht übel ist mein zweiter Vorname, Baby. Hör auf, mich so zu nennen. Komm mit, wir müssen weiter. So. Nanu? Da ist ja noch seine Verkleidung. Ja. Oh, hat er sogar von alleine gemacht. Schlaues Börschchen. Ja. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnucki-Maus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzi-Pups. Er war nur ein selbstverliebter Trocken. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn Sie zurück auf Elysium sind. Oh, yeah. Yeah. Yeah, erhörtest du besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich, richtig? Das ist ganz schön dumm. Ja. Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik, ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen, ne? Dann sind alle glücklich, richtig? Ja, alle bis auf die Deponianer. Ja. Wenn Sie mich hintergehen, schneide ich Ihnen persönlich Ihren hässlichen Kopf ab. Sag mal. Ja. Ja. So. Cool. Ist jetzt oben. Wahrscheinlich. Ja. Ich hab das Gefühl, das Finale. Das Finale. Das kann doch nicht dein Ernst sein.
Hier leben Menschen, Cletus. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Störe ich? Rufus, na endlich. Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Haha, und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich nicht lache. Gib auf, Cletus. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Asgarten im Shai-Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock? Ocelot? Verdammt. Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie er rumläuft. Widerlich. Macht das unter euch aus. Aber... Rufus! Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit! Dass ich nicht lache! Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem Geruch nach zu urteilen kann das niemand. Ach so. Tasche? Ja, ne? Was haben wir denn da? Ein zweites Kostüm. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Cletus ist. Rufus hat allemal mehr Format als du. Seine Füße vielleicht. Ja. Fast so gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und zwei Katzen. Ich leg meinen Kram mal hier hin. Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Oh, du meinst, er kämpft für den Osterhasen. Kommen wir jetzt einfach ab, oder was? Du ohne kannst die? Rufus nicht das Wasser reichen. Vielleicht musst du dich nochmal ins Gespräch einmischen. Den Geruch nach zu urteilen kann das niemand. Na gut, streite ihn, ne? Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel gezogen hat? Dieses Weichei soll mich also ersetzen. Dass ich nicht lache. Gib auf. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine... Lass mich jetzt einfach abhauen. Und mit so, dass ich nicht... Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Einfach ohne die Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel gezogen hat? Würde auf jeden Fall zu Rufus passen. Rufus hat alle Manier im Kopf als du. Noch was drin in der Tasche? Ja. Und bestimmt könnten drei Pferde davon satt werden. Unterwäsche. Kann er behalten. Oder wir gehen rein und sagen: Hat alle mal mehr im Goal, Kopf als komm du. Schnell her. Komm sie schnell her. Ja, ja gut. Und bestimmt könnten drei Pferde davon satt werden. Nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Einfach, Rufus kämpft wer hat denn die Aufstiegscodes? Für das, woran er glaubt. Ja? Du meinst, nee, er Goal kämpft eigentlich. Osterhasen. So. Oder nicht? Ja. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Was machen wir jetzt? Sprichst du von der Seuchengefährdungsklasse? Was? Der Kerl ist so gut wie er. Goal hat einfach die besseren Argumente. Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Können wir noch was mit dem Mast machen? Urteilen kann das niemand. Was können wir? Mit dem Fahnenmast? Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel gezogen hat? Oder vielleicht jetzt? Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Puh. Sprichst also du von der Seuchengefährdungsklasse? Gar kein ellenlanger Satz, einfach nur Puh. Das ist ja mal ganz was Neues. Oder auch gehen, zurück. Ich gehe nicht ohne Goal. Hä? Dann können wir ja gar nichts mehr machen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn.